Gruppe Rascal, hier Rascal 1. Wie sieht's aus? Rascal 2 einsatzbereit. Rascal 3 ist einsatzbereit. Gut. Formation beibehalten. Hier wird sicher alles voll sein mit Deryllium-Minen. Wir müssen den Asteroiden ausweichen und dabei die Minen zerschießen, denen wir begegnen. Der Fluch ist etwas rau hier. Aber wenn es einfach wäre, würde es hier keinen Spaß machen. Sicher, Chef, wir sind dabei. Und an dieser Stelle einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Rebel Assault 2. Dem Spiel, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich das früher auf PlayStation rauf und runter spielen konnte. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut, und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Oh ja, und wenn ihr gerade einen Moment Zeit habt, naja, könnt ihr auch gerne noch ein Like oder ein Abo dalassen oder einen Kommentar schreiben. Also so, wie es euch am liebsten ist. Ist nur ein Angebot meinerseits. Okay. Hier müssen wir auch wieder ausweichen und gleichzeitig abballern. Was aber bei weitem nicht so schwer ist wie diese Tunnelsequenz, die wir da hatten. Und ich habe ja auch euch schon gesagt, was ich bei dem Spiel etwas abgeändert habe, damit wir es überhaupt durchbekommen. Es gibt sogar bei den Rocket Beans, ich glaube bei Game 2 war das, die haben eine Kategorie unspielbar. Da gibt es eine Folge, wo auch Rebel Assault vorkommt. Und genau diese Tunnelszene, die wir jetzt schon gespielt haben, ja, als Aufgabe gegeben wurde. Und da könnt ihr mal sehen, wie verzweifelt hart man da dran hängt, um das heutzutage irgendwie hinzubekommen, wenn man dann nicht ein bisschen was abändert. Also die Folge könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Das war sehr, sehr amüsant. Achte auf deine Steuerbordseite. Ja, achte du auf deine, Junge. Ne? Okay. Aber diese Sequenzen sind wenigstens noch etwas angenehmer als diese direkten Flugsequenzen durch den Canyon oder durch irgendeinen Tunnel oder so. Oh, ah. Ha, zählt. Gute Arbeit. Ich hab doch gesagt, dass es ein Riesenspaß wird. Ja. Trefferquote 40%. Welch Schande. Aber immer noch besser als die Stormtrooper. Okay, wir sind durch den äußeren Perimeter. Aber die Party hat gerade erst angefangen. Aber ich glaube, da kommen die Überraschungsgäste. Ich habe hier eine ganze Menge TIE-Abfangjäger auf dem Schirm direkt vor uns. Ja. Ja. Und die ballern gut ein. Dann geht der Schadensmultiplikator schon nach oben. Wow. Aber ich habe euch in der ersten Folge ja schon verraten, was ich geändert habe. Dass es nur die Kollisionsabfrage ist. Der Rest ist alles gleich so, wie es der Erfinder sich mal gedacht hat. Glück werden die wenigstens ein bisschen hervorgehoben. Sonst würde ich da so schnell gar nichts bemerken. Ich weiß gar nicht, ob es im Video vielleicht ein bisschen anders aussieht, da ich ja die Framerate auf... Also meine Aufnahme läuft ja bei 60 FPS. Das kann natürlich sein, nach der Nachbearbeitung, dass es vielleicht ein bisschen smoother aussieht bei euch. Ich hoffe es. Das macht es dann auch angenehmer zum Ansehen. Ja, das war früher 95 der heiße Shit. Ja. Und das sind halt noch die... Wow.
die ersten Level, da sind die... ist der Schadensmultiplikator von den Gegnern noch gar nicht so hoch. Ich habe einen auf 6 Uhr. Ich kann ihn nicht abschütteln. Ja. Immer auch so ein bisschen Recycling betrieben. Oh Mann, danke, Reese. Um ein Haar wäre ich Weltraumschrott geworden. Vom Filmmaterial. Wobei diese Szenen alle vor einem Bluescreen gemacht wurden. Also die wurden separat halt angenommen. Hey, Trefferquote 98. Ist das gut oder ist das gut? Der Minenkomplex. Die Sensoren zeigen eine große Energiequelle in einem der Asteroiden vor uns. Sieht aus wie eine Verarbeitungsanlage. Aber sie ist größer als alles, was ich bisher gesehen habe. Mach die Laser scharf und folgt mir. Wir werden das Kühlsystem zerstören. Ohne Kühlung wird der Reaktor durchschmelzen. Hoffentlich, nachdem wir raus sind. Es wäre immer sinnvoll, wenn was hochgeht, wenn man schon wieder raus ist. Ja. Okay. Ah, sind wir das, ja? Ich glaube, das musst du nur einmal schaffen, dass du in einem Anflug alle Ringe erwischst. Und dann war's das schon, aber... Pass doch die Geschütze auf, die sollen den ganzen Müll hier vernichten. Damit sind auch wir gemeint. Ach ja. Na ja, gut. Und da blinkt mal der rote Pfeil auf, der mir zeigen soll, ja, zieh in die Richtung oder so, aber... Ja, was denn, mach ich doch. Zieh hoch, geh runter, mach dies, mach das, mach jenes. Oh. Wow. Ich arbeite dran. An der Blasterzerstörung. Okay, ich arbeite dran. Zählt, oder? Ja, zählt. Alles klar, lass uns verschwinden. Yippie, Mann! Grafik aus der Hölle. Oder dem Jahre 95. Passwort. Torve. Flugfehler 10 Stück. Vorbereiten zum Hypersprung. Übertrage Koordinaten auf dem Nervcomputer. Verflucht! Die Analyse des Flugschreibers hat ergeben, dass es sich bei den Angreifern um modifizierte Raumjäger des Typs V-38 handelt. Diese Jäger haben eine Eigenschaft, die kein anderes Schiff ihrer Größe hat, nämlich die Fähigkeit, allen Sensoren und Scannern zu entgehen. Damit sind sie faktisch unsichtbar für uns. Und die Geistergeschichten vom Dryden-Dreieck waren für ihre Tests eine perfekte Tarnung. Es ist klar, dass eine Armada diese schiffere Flotte ohne Probleme vernichten könnte. Und genau das hat Lord Vader vor. Die Frage ist nur, wo er als nächstes zuschlagen wird. Seit Wochen berichten unsere Agenten von ungewöhnlich hoher Aktivität der imperialen Flotte von Imdar und seinem Mond. Wir haben außerdem erfahren, dass das Flaggschiff Terror auf dem Weg nach Imdar ist. Vermutlich wird es mit einer kompletten Staffel der Phantom V-38 eintreffen. Allerdings gibt es einen Plan, um sie aufzuhalten. Wir haben einen freiwilligen Piloten, der sich auf Imdar mit einem unserer Agenten treffen wird. Zusammen werden sie die Basis auf der Planetenoberfläche infiltrieren und sich an Bord der Terror begeben. Dort kapern sie einen der Phantomjäger. Ich hoffe, wir finden eine Lösung, bevor es zu spät ist. Rookie One, sind Sie bereit?
Jawohl, Sir. Gut. Melden Sie sich bei der Einsatzleitung. Möge die Macht mit Ihnen sein. Na klar, sind wir wieder der Dovi, der sich für sowas bereit erklärt. Die Einsatzkontrolle bereit. Beginnen Sie mit der Übung. Teiltraining. Die Wichtigkeit dieser Mission werde ich die Ausbildung persönlich leiten. Pass gut auf. Kein Problem. Ist was über mir zu Hause. Spiel dich nicht so auf, Junge. Du hältst dich schon ganz gut, aber du sitzt nicht mehr in einem schicken X-Flügler. Das hier ist ein imperialer Standard-Tai-Jäger und wir haben nicht viele davon intakt gekapert. Sie fliegen nämlich völlig ohne Schilde und können deshalb kaum... Das ist der Vertrag. Wenn du durchkommen willst, musst du denken wie diese imperialen Flüchtlinge. Flieg einfach hinter mir her und mach das, was ich sage. Ah, ist ja wieder umgekehrt. Gut so, und jetzt mach einfach, was ich mache. Mhm. Es ist eben nicht so einfach, wie ihr tut. Uah, siehst du, geht schon los. Vorsicht, Kurve. Welche Kurve? Jetzt wäre ich schon wieder am Arsch. Siehst du, und du erkennst halt auch nichts mehr. Oha. In solchen Sequenzen hatten die echt viel Spaß gehabt. Es kann natürlich sein, dass es sich halt weniger fricklich gespielt hat mit dem Controller auf der PS1. Erkennt ihr noch was? Nein? Na, dann ist ja gut. Ich nehme mich auch nicht mehr wirklich, was? Oh, ich habe ein Leben dazu gekriegt, okay. Das geht, wusste ich gar nicht. Wow, wow. Ja! Gerade wollte ich mich loben und sagen, ja, das ist ja... Diese Abschnitte gehen noch. Nö, ich trau mich nicht. Ja, ich mach es. Was? Wie? Willst du mich verarschen? Ich wollte doch nachfliegen. Ich habe nach links gezogen, aber das Einzige, was passiert ist, ich bin irgendwo wieder gegengedonnert. Wirklich gut geflogen, Rookie One. Der Imperator wäre stolz. Zurück zur Basis. Also euer Funkverkehr, da verstehst du ja kein Wort. Flugfehler 18. Ich wär sowas von tot gewesen. Alle Systeme nominal. Keine Kontakte zu melden. Sensoren? Moment! Langstreckensensoren zeigen Fluggruppe bei 723.4. Konfiguration sieht imperial aus. Ja, bestätigt. Ich habe 9, 10, über ein Dutzend von diesen Abfangjägern auf meinem Schirm. Könnte ein bisschen ungemütlich werden. Angriffsformation einnehmen. Breaks nach links. Rookie One nach rechts. Verstanden, bin in Position. Hier sind sie. Hier sind sie. Genau. Ach, da sind sie. Na? Das ist... Aha! 15 Frames! Naja, pass auf, mach ich ja! Ihr glaubt echt teilweise, wir würden hier pennen, oder? Okay, ich kann immer die Augen zumachen. Oder mal gucken, was dann passiert. Ja, du kriegst ihn nicht, aber dafür kriege ich ihn. Ja, ist klar.
muss man immer die Arbeit der anderen mit übernehmen. Oh, der Schaden geht hoch. Wirklich? Bist du echt der Meinung, die kommen näher, ja? Oh, schön. Schön. Sagen sie alle. Bin schon da. Als ob. Bin hier noch ganz woanders. Diesmal schüttelst du mich nicht ab, Blechkopf. Blechkopf? Du trägst doch auch einen Helm. Sehr gut, Leute. Rookie One. Kurs auf CT-597 nehmen. Für uns ist der Schluss. Ein einzelnes Schiff hat eine bessere Chance, durch den Schutzschild zu gelangen. Ja, man will uns damit sagen, mach mal schön den Scheiß alleine, danke. Hey, 97er Trefferquote, Mensch! Das läuft ja. Kapitel 9. Oh, das Minenfeld. Minenfelder sind schlimm. Wow, piu piu. Ja, ich piu piu zurück. Oh, hoch, links, rechts, über. Piu piu, hör auf piu piu zu machen. Das mag ich nicht. Ich möchte das nicht. Na. Oh, gerade so. Warte, du warst ja nicht mal... Aua. Boah, jetzt gerade durchfliegen. Autsch, 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 autsch. Hör auf mit sowas, ich mag das nicht. Oh, will er da durch? Jo, ist okay. Ja. Wie soll ich denn da ausweichen? Piu. Ja. Ja. Na klar. Das kriegen wir nicht hin. Na, das... Normalerweise hätte das jetzt tierisch Kollisionsschaden gegeben. Na klar, es ist ja theoretisch auch realistisch, aber in Realität hätte ich keine 15 FPS vor den Augen. Flugfehler 5, hey, das geht noch. Alles klar, Freunde. Aber an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.